Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com. In der letzten Woche im Jahre 2017 reden wir über Glück und heute reden wir über die vierte Lektion aus dem Buch Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Und die vierte Lektion aus diesem Buch lautet: Viele Leute denken, Glück bedeutet, reicher oder mächtiger zu sein. Ja, viele Leute denken, wenn ich reicher bin, dann bin ich glücklich. Wenn ich mehr Geld habe, bin ich glücklicher. Wenn ich mehr Macht habe, dann bin ich glücklich. Ja, Macht ist so ein schönes deutsches Wort. Ja, es klingt auch sehr mächtig, ja, die Macht, auf Englisch Power, ja, mehr Macht, ja, macht mehr Macht glücklich, ja, macht es mich glücklich, wenn ich Macht habe über andere Menschen, ja, macht es mich glücklich, wenn ich sehr reich bin, wenn ich sehr mächtig bin? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht arm ist, ja? dass man keine Angst hat, davor zu verhungern oder nicht für sich sorgen zu können. Ja? Das, denke ich, ist wichtig. Aber wenn man sicher ist mit seinem Einkommen, dann wird man nicht unbedingt glücklicher, wenn man reicher ist. Ja? Man wird vielleicht nur mehr von dem, was man ist. Ja, das ist meine Meinung. Wenn man reicher wird, dann wird man nicht unbedingt glücklicher, sondern meiner Meinung nach wird man mehr von dem, was man ist. Wenn ich ein Arschloch bin und mehr Geld habe, bin ich ein reiches Arschloch. Wenn ich ein sehr guter Mensch bin, wenn ich ein gutes Herz habe und viel Geld habe, oder viel Geld bekomme, dann bin ich ein reicher Mensch mit einem guten Herz. Also ich denke, je mehr Geld man hat, desto mehr vergrößert man das, was man ist. Ja, alle Attribute, alle Eigenschaften, die man hat, werden vergrößert. Ja, wenn ich vielen Leuten helfen möchte und reicher werde, dann kann ich mehr Leuten helfen. Wenn ich vielen Leuten schade und reicher werde, kann ich mehr Leuten schaden. Aber die Lektion, über die wir heute reden, ist aus dem Buch Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Und die Lektion lautet: Viele Leute denken, Glück bedeutet, reicher oder mächtiger zu sein. Ja? Wird man glücklicher, wenn man reicher ist? Wird man glücklicher, wenn man mächtiger ist? Ich glaube nicht. Was denkst du? Sag mir Bescheid in den Kommentaren, was du darüber denkst. Ja? Was passiert mit einem Menschen, der reicher wird? Was passiert mit einem Menschen, der mächtiger wird? Was macht das mit einem Menschen? Wird er glücklicher? Unglücklicher? Kommt es auf den Menschen drauf an? Wird er besser? Wird er schlechter? Wird er moralischer? Wird er unmoralischer? Was macht Reichtum und Macht mit einem Menschen? Ich bin gespannt, was du denkst. Schreibe mir in den Kommentaren. Und wir sehen uns morgen mit Lektion 5 über das Glück.